Pelle Wollitz, gib doch mal einen ganz kurzen Rückblick auf das emotionale Spiel am Mittwoch. Es ging ja schon einigen durch Mark und Bein. Ja, natürlich. Sowieso, wenn ich habe gestern zu der Mannschaft gesagt, in der Analyse, es ist besser, 2-0 zurückzuliegen und dann 2-2 zu spielen, als 2-0 zu führen und dann noch 2-2 ausgehen zu lassen. Ich habe das am Mittwoch gesagt, direkt nach dem Spiel, und das bestätigt sich auch nochmal in der ganzen Nachbetrachtung. Ich glaube, ausschlaggebend ist natürlich klar, der Zusammenhalt in der Mannschaft, die Moral der Mannschaft, das Wohlfühlen der Mannschaft, das Publikum war beeindruckend. Das ganze Spiel, aber noch beeindruckender war, nach dem 0-2 aufzustehen, zu klatschen und der Mannschaft so einen Support zu geben. Dann kommt natürlich die Standardsituation 1-2 und dann ist natürlich dieses Publikum, Sie wissen das, ich habe das schon mehrmals gesagt in der Vergangenheit, ist das Publikum in der Lage, 12. 13. Mann zu sein. Es werden über viele Stadien, über Hexenkessel und über Emotionalität und über Leidenschaft gesprochen. Aber ich glaube, das Publikum darf das sich nennen, dass das sehr leidenschaftlich, sehr emotionell und vor allen Dingen dann extrem unterstützend ist. Und das war dann aus meiner Sicht ausschlaggebend, sowieso wie man das 2-2 dann erzielt hat mit diesem Rückenwind. Das war Entschlossenheit, das Tor, das sollte fallen. Das hat man gespürt und es hat dann alles gepasst. Ich glaube, wir waren dann auch in der Lage, wenn wir noch eine Spielsituation bekommen hätten, das auch noch als 3-2 als Sieger vom Platz zu gehen. Das wäre aber den Guten zu viel. Wichtig ist mal so nicht den Kopf hängen zu lassen. Ganz wichtig ist, dass die Fans trotzdem oder das Publikum erkannt hat, wir haben schon alles versucht, auch in den 85 Minuten, aber wir sollten auch am Ende immer die Leistung des Gegners anerkennen und die waren dem Spieltag gut und wenn wir dann noch 2-2 spielen, dürfen wir alle zufrieden sein. Wie geht es dem Team nach dem Spiel? Sie sprachen ja auch schon davon, dass man sich von Spiel zu Spiel leidet, weil die Intensität eine ganz andere ist. Wie geht es dem Team jetzt? Ja, ist natürlich klar, wenn man die Werte sieht, dass auch viele, wir nennen das roter Bereich, in dem Spiel waren. Aber sie waren auch in der Lage, über den Punkt zu gehen und haben den, ich nenne das den inneren Schweinehund, erstmal übergewindet, um den Gegner dann auch besiegen zu dürfen. Das haben wir getan. Natürlich brauchen aber dann auch die Erholung, brauchen ein bisschen länger die Regeneration. Damals konnten wir innerhalb von 24, 48 Stunden immer 2 Spiele machen. Das ist im Moment schwieriger. Da werden wir aber hinkommen, da arbeiten wir dran. Natürlich jetzt in der englischen Woche ist das kompliziert und auch nicht möglich. Aber es werden auch wieder normale Wochen kommen, wo wir dann weiter daran arbeiten, Intensität, die Grundlagen zu verbessern, um sich schneller zu regenerieren. Aber das sind Prozesse, die haben jeder Aufsteiger bisher durchgemacht. Die werden wir auch schaffen, weil wir da, glaube ich, auch mit den Möglichkeiten, jedes Training, jedes Spiel auswerten zu können, was jeder Spieler leistet, in welchem Bereich er sich gerade befindet, sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Du hast vorhin angesprochen, Jonas Zicker, die Verletzung macht doch mehr Probleme immer noch als gehofft, kehrt nicht so schnell wieder zurück. Und Bayazid ist ja auch verletzt. Wie geht's den beiden? Bayazid geht's gut, also der ist im Mannschaftstraining. Gut, er muss natürlich jetzt einiges aufarbeiten. Da arbeitet aber sehr intensiv und auch sehr vorbildlich. Bei Zick ist es halt immer schade. Also er ist immer richtig dran, macht eine gute Vorbereitung. Und auf einmal hat er unterm Fuß hat er einen blauen Fleck, wie eine Prellung. Und das zieht sich. Wenn er 3 Runden läuft, hat er Schmerzen. Das ist einfach, weil das ein Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs ist. Ja, wir möchten Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs auf den Platz bringen, Spielmöglichkeiten geben, gerade auf den Positionen. Wenn man das letzte Spiel nur nimmt gegen Unterhaching, werden präsentiert dafür mit seiner extremen Aggressivität, mit seiner extremen Leidenschaft in der Balleroberung, um dann mit dem Rückenwind nach vorne zu spielen, aber wir müssen das halt immer weiterhin positiv begleiten. Für so einen jungen Spieler nicht ganz einfach, immer wieder Rückschläge, aber ich bin mir sicher, das werden wir auch schaffen. Er wird das schaffen, wir werden ihm alle Unterstützung geben, weil unser Ziel ist es ganz klar und das hat er sich auch als verdient. Nicht nur, weil er ein Cottbusser ist und nicht nur, weil er aus dem Nachwuchs kommt, aber weil er ein guter Spieler ist und wir brauchen gute Spieler, wir wollen gute Spieler im Kader haben, aber Stand jetzt hat er weiterhin Probleme. Dann gib uns zum Schluss noch mal bitte einen Ausblick auf die Würzburger Kickers, die ja denkbar schlecht in die Saison gestartet ist, was man ja auch nicht so erwarten konnte.
Nee, konnte man nicht erwartet, weil sie ja in der Rückrunde sehr, sehr gut gespielt haben, sehr, sehr viele Punkte geholt haben, sehr stabil gespielt haben. Zumal sie in der letzten Saison ja auch relativ schwierig in die Saison gestartet sind als Absteiger. Jetzt haben sie fast nicht ganz so schlimm, noch nicht so schlimm. Ich hoffe natürlich, dass es bis Sonntag auf jeden Fall anhält. Das ist aus Eigeninteresse, natürlich für unseren Club. Ansonsten, wir können jetzt nicht sagen, die sind 20. und der Unterschied zwischen denen und uns ist so groß. Auch das wird wieder ein Brett und auch das wird wieder ein Spiel der Leiden sein und das wird auch wieder ein Spiel maximal auf Augenhöhe. Ich sehe trotzdem Würzburg immer noch als Favorit, auch wenn wir in der besseren Spielsituation für den Sonntag sind, auch wenn sie mehr Druck haben. Aber ich sage Ihnen auch, wir haben auch Druck. Wir müssen auch liefern. Nicht wir müssen, wir wollen liefern. Wir wollen auch diesen Moment ausnutzen, um erfolgreich zu sein. Also hat man auch einen gewissen Druck, natürlich zwischen positiven Druck in der Tabelle und etwas negativen Druck. Nur solche Spiele können auch dazu verleiten, dass wir das nicht richtig einordnen. Ich gehe da zwar nicht von aus und andere, wie in dem Fall Würzburg, kann sich auch mit so einem Spiel befreien und das dürfen wir nicht zulassen. Aber dafür müssen wir nicht nur gut spielen, wir müssen vor allen Dingen schlau spielen. Kevin Weidlich, wir sitzen hier in der neuen A-Klasse vom Autohaus Cottbus. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, das ist der Partnerschaft geschuldet zwischen dem Verein und dem Autohaus, dass wir dieses wunderschöne Auto jetzt mal für einige Zeit nutzen können, die Jungs. Und das ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte vom Autohaus Mercedes. Großen Dank nochmal. Sehr schön. Kommen wir auf Sportliche. Gerade eben in der Pressekonferenz hat Pele gesagt, allein deine Pässe im Spiel sind das Eintrittsgeld wert. Wie geht man mit so einem Lob um? Ja, ich weiß nicht, also sowas hört man halt gerne als Spieler, aber ich glaube, im Endeffekt kommt das Gesamtpaket drauf an und die Jungs, wir haben jetzt bis jetzt einen guten Job gemacht und ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können. Wie sind denn bisher deine Eindrücke, was sind die größten Unterschiede zwischen Liga 4 und Liga 3? Wie gesagt, das Spieltempo und halt, dass man im Kopf halt immer da sein muss und nicht mal ein, zwei Minuten abschalten kann. So, das fällt einem schon auf und das nimmt im Endeffekt auch dann die Körner, die man dann am Ende braucht. Und ja, halt das Haus ist voller und es macht einfach mehr Spaß, weil man weiß, man hat eine größere Plattform. Wie nimmst du diese Stadionatmosphäre auf? Wir hatten jetzt zwei Heimspiele gehabt gegen Rostock 15.000, gegen Unterhaching 8.000. Demnächst kommt Freiburg her, es wird auch nicht wenig werden, Abendspiel. Nimmt man das wahr als Spieler? Ja, auf jeden Fall. Also die Kulisse, die wir hier sozusagen, sag ich mal, jeden Heimspiel einatmen dürfen, ist grandios, ist verrückt, wie wir uns alle immer nach vorne peitschen. Das ist nochmal immer das gewisse Etwas, was uns dann fehlt, wenn das vielleicht mal nicht so läuft, wie wir uns vorgestellt haben. Und darum immer ein Riesenkompliment an die Fans, wie die uns mal pushen. War das Mittwoch auch so ein bisschen? Ja, lag 0-2 zurück. Eigentlich dachten alle, okay, der Sack ist zu. Plötzlich kommt ihr mit zwei Toren zurück. Das Stadion ist fast stimmungsmäßig explodiert. War das so ein Kick? Ja, auf jeden Fall. Mittwoch hat man auch gemerkt, halt, wo wir 2-0 zurücklagen, dass die Fans uns trotzdem weiter gepusht haben. Und das kommt halt bei den Spielern an. Und wir haben uns gegenseitig weiter gepusht und das Stadion war laut und wir wussten halt, wenn wir schaffen, dieses eine Tor zu erzielen, dass da nochmal was geht. Und Gott sei Dank hat das uns alles so in die Karten gespielt und wir haben noch einen Punkt hier behalten. 7 Punkte nach 3 Spielen, ich glaube, viel besser kannst du Energie nicht laufen als Aufsteiger. Wie geht die Mannschaft mit diesem Starterfolg um? Ich glaube, die Mannschaft intern, wir können das ganz gut einschätzen. Wir wissen, dass wir jedes Spiel die 90 Minuten immer hart arbeiten müssen, an unsere Grenzen kommen müssen und wenn am Ende dabei ein Sieg oder ein Unentschieden bei rauskommt, umso besser. Und wir haben halt diesen Vorteil, dass wir eingespielt sind und darauf bauen wir jetzt in den ersten Spielen und bis jetzt sah das immer gut aus. Am Sonntag spielt er in Würzburg gegen die Kickers, die denkbar schlecht gestartet sind, noch 0 Punkte haben. Kann man da jetzt schon was ablesen an der Tabellensituation oder wie geht ihr mit dem kommenden Spiel um? Nee, überhaupt nicht. Also da schauen wir gar nicht auf die Tabelle. Im Endeffekt ist der Trainer uns auch schon gesagt, halt, was für namhafte Spieler in Würzburg spielen, wo die schon alle gespielt haben. Und für viele von uns ist es das erste Drittliga-Jahr, habe ich auch eben in der Pressekonferenz gesagt oder versucht zu erklären, dass wir auf jedes Spiel heiß sind, weil das für uns Neuland ist. Und so gehen wir auch jetzt am Sonntag in das Spiel in Würzburg. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Super, danke.